Lars Leuenberger, Ihre Mannschaft hatte jetzt 7 Tage Pause gehabt. Wie hat man die können nutzen? Ja, am Anfang haben wir sicherlich Pause gemacht. Ich glaube, einen Tag haben wir Pause gehabt. Dann haben wir mal ein bisschen trainiert und nochmal eine Pause gemacht. Und jetzt die letzten 2 Tage haben wir uns voll fokussiert. Ihr habt die letzten 3 Spiele gegen La Chaux-de-Fonds verloren. Was hat man daraus für Lehren ziehen? Ja, wir haben ja gewusst, warum wir verloren haben. Und es war eine Phase, in der das alles sehr gut gelaufen ist, uns ein bisschen weniger gelaufen. Wir haben auch in dieser Zeit sehr viele verletzte Spieler gehabt. Und jetzt denke ich, wäre das wieder eine andere Ausgangslage gewesen. Aber definitiv eine sehr enge Serie werden. Du sprichst es an, es gibt wahrscheinlich eine enge Serie. Spiel 1, eben, was erwartest du für eine Serie, wo wir jetzt, heute Abend Spiel 1 haben? Ja, so schnell wie möglich wieder den Rhythmus finden und auch nicht allzu nervös sein, einfach spielen. Und so kannst du von Einsatz zu Einsatz und von Spiel zu Spiel ein bisschen steigern. Danke vielmals und einen schönen Match.